Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Douglas Beauty School. Die Festtage stehen vor der Tür und wenn ihr noch auf der Suche nach dem ultimativen Glamour-Make-up seid, welches ihr nur unter 5 Minuten zaubern könnt, dann bleibt dran. Kennt es nicht, die Feier- und Festtage stehen vor der Tür und man macht sich mal wieder so richtig schick. Euch fehlt aber vielleicht die Inspiration oder ihr habt einfach nicht so viel Zeit, um richtig tief in die Trickkiste zu greifen. Dann ist dieses Video genau das Richtige für euch, denn ich zeige euch, wie ihr einen wunderschönen, glamourösen Look in nur ganz wenigen Schritten hinbekommt, der garantiert alle festlichen Aktivitäten überlebt. Als allererstes machen wir uns natürlich daran, eine Flawless Base zu schaffen und das gelingt perfekt mit dem Skin Augmenting Hydro Power aus der Douglas Collection. Das ist nämlich ein schwereloser Puder, der mit 55% Wasser und Vitaminen versetzt ist. Das heißt, er hinterlässt ein wunderschön kühles Gefühl auf der Haut und sorgt dafür, dass Poren und kleine Fältchen minimiert wirken, während er euch perfekt mattiert und für ein sehr, sehr ebenmäßiges Hautbild sorgt. Ich mattiere damit immer mein gesamtes Gesicht und Make-up ab und dann hält der Look auch wirklich den ganzen Abend. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein großer Puderpinsel und hierfür verwende ich den MAC Brush in der Nummer 135S. Und wie wir das jetzt machen, zeige ich euch jetzt. Unser Make-up in place gesettet haben, verleihe ich meinem Gesicht etwas Frische und Farbe und das mache ich mit dem Honey Glow Powder, ebenfalls aus der Douglas Collection. Das ist so ein wunderschöner marmorierter Mix aus Highlighter, Brush und Bronzer und das könnt ihr wirklich im ganzen Gesicht auftragen. Ich gebe es immer vor allem akzentuiert im Wangenbereich und im Stirnbereich auf und verblende es dann so in die restlichen Regionen und es sorgt einfach für einen wunderschönen sonnengeküssten Tor und ihr seht einfach gleich sehr erholt und ebenmäßig aus. Das Coole an diesem Produkt ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel akzentuiert nochmal eure Wangen hervorheben wollt, schnappt ihr euch einfach einen Blush Brush. Ich mache das in dem Fall mit dem Cream Cheek Brush von Sueva und gehe wirklich akzentuiert in diese etwas pinkfarbenere Shade hier. Ich gehe nochmal nah ran, nämlich in diese Shade, die so schön Aprikolachsfarben leuchtet. Und ihr nehmt einfach ein bisschen von dem Produkt an der Stelle auf und gebt das dann wirklich akzentuiert auf eure Wangen. Damit könnt ihr die nochmal schön hervorheben und die heben sich auch wirklich vom Rest ab. Es fließt aber alles wunderbar farblich ineinander, da die Farben in dem Produkt natürlich aufeinander abgestimmt sind. Und das sorgt dann für ein sehr, sehr einheitliches und ebenmäßiges Ergebnis. Darf natürlich die extra Portion Glow nicht fehlen, damit wir mit der Deko um die Wette strahlen können. Und hierfür schnappe ich mir das Highlighting Powder aus der Douglas Collection in der Shade Luxurious Gold. Und wie der Name es sagt, ist es ein wunderbarer Champagner-Goldton und der strahlt und leuchtet wirklich sehr, sehr schön im Auftrag. Das Ganze tragen wir mit einem Mini-Fan-Brush von Zoeva auf. Der ist nämlich super fein gebunden und ganz, ganz klein. Das heißt, damit könnt ihr perfekt Akzente setzen und ihr habt nicht so dieses großflächige Ergebnis. Und natürlich geht es nicht nur hier im Wangenbereich, sondern vor allem auch, wenn ihr den Pinsel so etwas schräg und gerade haltet, auf dem Nasenrücken für eine schöne, feine Highlightlinie hier oder auf dem Lippenherz, um das Ganze nochmal optisch hervorzuheben. Und wo ich noch gerne highlighte, ist natürlich im Augeninnenwinkel. Dafür benutze ich meinen kleinen Finger und hier oben an der Stirn, an den beiden Lichtpunkten, damit das Ganze einfach so ein bisschen schön reflektiert und euer Make-up allgemein frischer wirkt. Das Ganze machen wir jetzt auch einmal zusammen und dann sehen wir uns gleich auch schon zum nächsten Step wieder.
Wenn das Gesicht on fleek ist, dürfen die Augen natürlich nicht fehlen. Und hier zaubern wir einen wunderschönen Golden Goddess Look mit der Caramel Nudes Palette, ebenfalls aus der Douglas Collection. Diese Palette ist gespickt mit 14 wunderschönen Schimmer, Gold, Orange, Braun Tönen. Und natürlich auch ein paar matten Farben, die man in der Crease verwenden kann. So starten wir unseren Look jetzt nämlich auch. Wir picken uns hier einmal die matte Shade mit dem Namen Heartbreak. Das ist so eine wunderschöne Burnt Orange Shade, die sich perfekt für den Auftrag in der Crease eignet. Das heißt, das Ganze verblenden wir jetzt hier mit so einem Fluffy Blending Brush von Morphe, zentriert in der Crease nach außen hinweg. Und dann schnappen wir uns auch schon die nächste Shade, die ein bisschen Glamour in das Ganze bringt. Etwas zu intensivieren, mixen wir die Shades Look at You and Fire zusammen und tragen die dann im äußeren Winkel des beweglichen Lids auf, so circa fast bis zur Mitte hin. Und innen verblenden wir dann mit einer etwas helleren Gold Shade, aber dazu kommen wir gleich. Ich zeige euch jetzt erstmal nochmal die beiden Töne, die wir jetzt wie gesagt im äußeren Drittel des beweglichen Lids auftragen werden. Und das ist nämlich einmal hier die Shade Look at You. Und die Shade Fire. Verwenden wir jetzt die Shade Burning. Das ist so eine Crispy Orange Shade. Die geht so ganz leicht ins Goldene. Das verblendet sich super gut mit dem Rusty Red Tone, den wir eben aufgetragen haben. Das Ganze setzen wir halt da an, wo wir mit der anderen Farbe aufgehört haben und ziehen das so leicht nach vorne auf dem beweglichen Lid. Lassen den Augeninnenwinkel aber frei, denn da werden wir gleich einen Pop of Color setzen mit einem wunderschönen hellen Schimmerton, der das Auge nochmal richtig öffnet. Für den Auftrag verwenden wir übrigens einen Small Blending Brush aus der Morphe Collection. Und jetzt geht es an den Augeninnenwinkel und hier verwenden wir die Shade Golden Light. Das ist so ein super heller, schöner Champagnerton, der sich wirklich perfekt eignet, um das Auge nochmal optisch zu öffnen. Und das setzen wir jetzt wirklich zentriert in den Augeninnenwinkel und blenden es leicht nach oben in die restliche Farbe hinein, damit wir überall einen nahtlosen Übergang haben. Und dann ist unser Augen-Make-up auch schon fertig und wir kommen zum letzten Step dieser wunderschönen Glamour-Christmas-Routine. Steht und jetzt fehlen nur noch die Lippen, um unseren Look zu vervollständigen. Und hier verwende ich den Glorious Gloss in der Shade Epic Story, ebenfalls aus der Douglas Collection. Das ist nämlich ein super pflegender Lipgloss, der die Lippen hydratisiert und ihnen aber auch eine wunderschöne, satte Farbe verleiht. Und das Ganze ohne zu kleben. Wir tragen das jetzt einmal gemeinsam auf und dann steht euren Festtagen nichts mehr im Wege. Look steht und das in nur unter 5 Minuten. Ich hoffe, ihr konntet ein paar Tipps und Tricks für eure Festtagslooks mitnehmen. Verratet mir doch gerne in den Kommentaren, welches Make-up-Must-Have bei euch dieses Jahr unterm Weihnachtsbaum nicht fehlen darf. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben und auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und sage bis dahin!